Ja, moin und herzlich willkommen in Hille auf der Mühlenkreis Mittelland. Ihr seht, es ist leer. Wir sind im Farmmanager. Ihr seht allerdings auch die erste Neuerung, die es hier gibt. Das Ganze ist nämlich gepflastert. Ja, 1,5 Millionen haben wir plus in der Theorie 500.000 Euro Kredit oder sowas. 15 Minuten. Moin Felix, grüß dich. Moin Marc, grüß dich auch. Erstmal langsam. Ich hätte ja gerne einen Pausemodus, ne? Pausemodus beim Bauen. Das wäre mega geil. Normal an saisonales Wachstum ein Tag. Lassen wir erstmal, können wir noch umstellen. Jo, an. Schmutz normal. Stop and Go Bremsung aus, an. Aus. Ups. Was umgestellt? Nö. Gut. Einstellung. Erledigt. So. Ich finde diese Zahlen immer noch verwirrend. Aber ich weiß nicht, seit irgendeinem Update sind die drin. Ich glaube, die kommen nicht von der Karte, weil das hatte die Stasi plötzlich auch. Einmal was reingucken hier. Ja, Aufträge wären da. Sogar auch. Komm, den nehmen wir gleich mal mit. Den auch. Oh. Weiß noch gar nicht, was wir nachher für Equipment am Ende haben. Eventuell müssen wir uns irgendwas organisieren. Aber einen Düngerstreuer werden wir haben. Und Drescher kriegen wohl auch irgendwie hin. Drescher und Anhänger. Ich weiß noch nicht, für wie viel Geld wir bauen. Das ist das Ding. Genau. Uns gehört noch überhaupt nichts. Das werden wir ändern. Ich habe allerdings tatsächlich wenig Lust auf diesen Spot hier. Klar, kann man was draus machen. Ist auch eigentlich ganz hübsch. Hat er die Häuser eigentlich nochmal verändert? Die haben jetzt weniger Bayerisches, habe ich das Gefühl. Oder? War nicht schon immer so? Ich habe die mit dunklen Dächern in Erinnerung und viel mehr Holz. So in der Richtung. Wirkt für mich jetzt nicht mehr so zwingend bayerisch. Aber jo, die Ostseeküste ist aus dem Testen wieder raus. Ja, da sind auch die neuen Böden. Saba gehört. Wer ist Saba? Saba gehört, wenn soll es einen neuen Termin um Weihnachten geben? Keine Ahnung, ich habe von Taker nichts Offizielles gelesen bisher. Hä? Oh mein. Ich habe, wie gesagt, von Taker bisher nichts Offizielles gelesen, deswegen habe ich keine Ahnung, was da der Status ist. Ja, generell gilt, kommt, wenn sie kommt. Ob sie kommt, werden wir irgendwann sehen. Ich bin da tatsächlich relativ entspannt, aber wäre sie heute gekommen, wäre das hier jetzt nicht die Mühlenkreis, glaube ich. Aber auch das ist eine Vermutung. Ich finde den Spot hier ganz hübsch. Also klar, man könnte jetzt auch irgendwo ein Feld nehmen, aber wir haben hier schon, wie viele Spots auf der Karte? 7, 1. Das ist die PGA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Spots haben wir schon. Ich bevorzuge Ortsnähe. Klar, ist natürlich prädestiniert dieser Spot. Den hier finde ich auch nicht so schlecht.
Allerdings ist das wiederum eher wie so ein Industriegebiet, ne? Deswegen ist das nicht so mein Ding. Das hier ist wieder sehr außerhalb des Ortes. Also aus der Entfernung ist dieser Boden hier vielleicht ein bisschen. Sehen wir auch gleich die verschiedenen Bodentypen, die es jetzt gibt, ne? Ist jetzt nicht so meins, gerade aus der Entfernung. Sieht auch schon ein bisschen. Ist vielleicht ein bisschen viel. Hier stellenweise kann man das vielleicht mal machen. So ein bisschen aufgebrochenen Boden, aber so einen ganzen Boden damit pflastern. Ich glaube nicht. Hat auch hier auch zwischendrin überall mal gemacht, ne? Wo die Grundstücke mal gepflastert. Dann haben wir hier unten den Spot. Der ist mir auch viel zu weit ab vom. Wo ist er denn? Da. Viel zu weit ab vom Schuss, aber das ist hier dieses, weiß nicht, ist das Fischgrät? Hier hat man schon mal so Anschauungsobjekte quasi. Das finde ich schon mal ganz geil. Das sieht aus wie so ein auf dem Supermarktparkplatz. Warum finde ich das geil? Weiß ich nicht, ich mag das Muster. Warte mal, habe ich mich jetzt verlaufen? Da war der Hof. Ich komme hier irgendwann zur BGA rüber. Meine ich. Ja, genau. Da. Nicht gepflastert, nichts mitgemacht. Aber hier. Wo hatte ich denn hier überlegt? Irgendwo hatte ich mir ein Feld rausgeguckt, was auch noch vielleicht ganz interessant wäre. Irgendwie haben wir auch einen Spot verpasst. Da unten ist auch noch einer in der Ecke. So. Von der Sache her auch nicht uninteressant. Weil das auch wieder im Ort ist. Ich weiß gar nicht, welcher Ort. Irgendwas mit I. Südhämmern. Ja, gut, hat immerhin zwei Is drin. Genau, dann hatten wir den Hauptspot. Hatte kurzzeitig überlegt, hier irgendwas zu machen. Hier so dazwischen oder so. Aber nö. Oder hier so eine kleine Landstraße. Aber ich fand, also am meisten zugesagt hat mir jetzt von den Spots das Ganze hier. Ein bisschen mit Bäumchen da. Hier können wir noch nochmal Ausfahrt auf eine Wiese haben. Und ich glaube, das machen wir uns jetzt hübsch. Gucken, ob wir mit dem Platz hinkommen. Aber da fangen wir jetzt mal an. Hier ist das Ganze, ist auch nicht so teuer im Vergleich. Aber ist auch nicht so teuer. Moin Michel, grüß dich. Und wir kaufen sogar hier das Grundstück mit. Also bis zur Straße ran. Muss mal gucken. Jetzt stehen wir natürlich wieder. Wie kommen wir denn da jetzt am dümmsten hin? Das ist natürlich der Nachteil. Ein Auto mieten, hinfahren. Hab wenig Lust. Wieso blinkt das da so, weil wir einen Auftrag angenommen haben? Ja. Naja, nützt ja nichts. Müssen wir irgendwie jetzt einmal hinlaufen. In eine falsche Richtung. Ja, schon sehr geiler Boden. So, sind wir auf dem richtigen Weg? Wow, Auto. Ich glaube, wir können einfach mal so querfeldein laufen, ne? Precision Farming ist natürlich auch wieder mit dabei. Finde ich auch hier sehr hübsch gemacht. Hier den Weg zur BGA hoch. Auch wieder das ähnliche Muster. Aber wir sind gleich da. Weizen ist abgeerntet. Also, ich hatte ja neulich nochmal den Selbsttest weitergeführt. Beim letzten Staso-Video war die ja mit dabei. Am Ende getestet, wie sich das mit den Aufträgen verhält auf anderen Karten, auf einer neuen Karte und so. Ich bin auf allen Modmaps, inklusive der auch, na, auch der Standardkarten, bin ich zum selben Ergebnis gekommen. Dass das bei
geil gemacht. Richtig hübsch. Dass das mit dem neuen Spielstand einfach funktioniert und mit dem alten nicht. Ich frage mich gerade, ob das hier zu eng ist. Aber damit kommen wir klar. Müssen wir. Okay. Und ein bisschen die Umgebung begutachten. Hier ist noch eine zweite Einfahrt für größeres Gerät. Dann sind wir nicht auf das kleine Ding da vorne angewiesen. Hier stehen Sojabohnen. Sieht auch geil aus, ne? Das könnt ihr jetzt auch malen, diesen Matsch. Ja? Gucken uns gerade die Bodentextur mal an. Dafür sind wir hier. So, Landschaftsbau mache ich. Bin jetzt gerade auch überfragt bei den Bäumen. Standard. Pflanzen, dann war das. Oh ja, auch gut. Sind wir hier auf der. Nee, nicht auf der Lerngrad. Wir sind maltechnisch. Erweiterten Mobilierung. Tatsächlich, jetzt haben wir hier natürlich eine ganze Menge von diesen Pflastersteinen und so. Was mir jetzt ein bisschen fehlt, klingt total bescheuert, aber ist das Schotterzeug mit ein bisschen Grün drin. Ja? Wie es jetzt auch auf vielen anderen Karten ist, aber das ist nun wirklich Meckern auf höchstem Niveau. So, wir machen mal hier so ein bisschen. Gucken mal, wir suchen uns mal einen Boden aus. Manchmal machen wir ein bisschen abseits. Das ist einfach nur zum Gucken. Asphalt ist, glaube ich, auch Standard, wenn ich mich nicht irre. Dann haben wir hier das, was auch beim Händler ist. Das Ganze ein bisschen dezenter. Dann haben wir dieses, das ist gar nicht das kaputte Zeug. Dann haben wir hier richtige Kopfsteinpflaster. Das Ding haben wir da schon gemalt. Muss ich mir auch mal im Detail angucken. Pflastersteine mit Grünspan, Beton, mal da gar nicht. Achso, das sind die Steine, die wir jetzt hier. Warte mal kurz. Ah, okay. Verständlich. Das ist dieses aufgeplatzte Zeug. Aber das kann man vielleicht. Muss man sich auch mal angucken. Vielleicht kann man das irgendwie verwurschten, wenn man hier sowas macht und dann. Also eine aufgeplatzte Stelle dazwischen oder auch da. Auch einen ganzen Hof damit. Schwierig, glaube ich nicht. Haben wir hier noch irgendwie so Fischgrätmäßig. Achso, hier so Rasensteine. Waschbetonplatten. Das hier ist Fischgrät, ne? Das ist geil. Die finde ich auch hübsch hier. Ist auch relativ dezent. Haben wir hier nochmal was aufgeplatztes. Hä? Was daneben. Und das ist der aufgeplatzte oder richtig geile Matsch. So, warte mal hier. Das war der normale Matsch. Auch schon schön, so mit 14 Fußspuren und sowas drin. Was ist wie, weiß ich nicht, das hier wäre so Burg oder sowas, finde ich. Weiß nicht, ob Hof. Ja, mag ich. Ja, vielleicht für eine Feldzufahrt oder sowas. Aber das war also etwas dezentere. Das leuchtet nicht so. Finde ich auch sehr hübsch. Okay. Oh, Kopfsteinpflaster. Okay, wirklich gegossener Beton. Schon mit Schäden. Finde ich auch geil. Vor allem so mit dem Grün dazwischen. Ja, das hier ist halt einfach Trümmerfeld, ne? Vielleicht mal irgendwo am Rand. Auch geil mit der Pfütze drin. Das ist geiler Matsch. Das sieht doch geil, wie plastisch das ist. Das ist eine echt geile Palette. Wie gesagt, mir fehlt eigentlich nur der Schotter mit so ein bisschen Grün drin. So. Haben wir eigentlich einen normalen Dreck? Haben wir einen normalen Dreck? Glaub nicht, oder? Ne, wir haben keinen normalen Dreck. Das heißt, wir müssten Feldwege oder sowas. Wie ist denn das hier jetzt gemacht? Rein mit dem Matsch, ne? Naja, okay. Naja, okay.
ist ein bisschen, sei mal hier das Ding, wenn wir das jetzt längerstückig malen, wie sieht das dann aus? Damit kannst du auch keine Feldwege malen, oder? Hat er das jetzt rausgeschmissen? Naja, kann man wohl doch, ne? Oder ist da noch eine andere Textur eigentlich drunter? Ja, ich bin verwirrt. Ich glaube, da ist keine andere Textur drunter. Naja, gut. Gucken, was wir draus machen. Erstmal hier hoppen. So eine Sache wollte ich nochmal gucken. Fällt mir aber ein. Bäume. Thema Bäume. Wir können welche setzen. Danke. Ist jetzt nicht so, als hätte der Spot hier keine Bäume, ne? Aber man muss ja sehen, wo man bleibt. Ja, wenn ich jetzt ein bisschen was wegholze oder sowas, dann möchte ich ja auch sehen, dass ich nochmal wieder was aufforsten kann. Ne? Muss mal gucken, bis wo können wir malen. Okay, bis ans Feld ran. Ah, bis auf die Straße sogar. Also ich könnte hier sogar noch. Kann ich da malen? Ja, okay, ich kann bis zu dem Feldweg kann ich malen, alles klar. Das wäre hier auch interessant, bis an die Straße, sehr gut. Dann muss das hier auch so sein, ne? Jawohl, alles klar. Machen wir auch direkt einmal. Also eine andere Einfahrt zu nehmen als die hier macht bei dem abgesenkten Bordstein halt keinen Sinn. Gucken, wie wir das hier bauen. Können selbst hier, glaube ich, ja, selbst da können wir einmalen. Bietet sich ja fast an, hier eine Fußmatte hinzuschmeißen, ne? Aber ich glaube, die habe ich nicht als Matte drauf. Auch egal. Na, keine Ahnung. Wir machen erstmal hier ein bisschen großflächig das Ganze einmal. Ich weiß noch nicht, welche Bodenbelag ich dann letztlich dann gleich nehme. Deswegen, wir machen das erstmal einmal, wie wir es sonst machen würden. Normalerweise würde ich Dreck nehmen. Okay. Müssen wir das Feld dazu kaufen. Kein Beinbruch, können wir wahrscheinlich gebrauchen. Ich weiß auch noch nicht, ob wir hier den Wald so stehen lassen, wie er ist. Was ist das denn? Wie hat er das denn gemacht? Ach, mit Rasen hat er das abgesetzt. Okay. Erstmal das Feld da kaufen. Aber jetzt schon speichern, ne? Schon zu lange umgeguckt. Das ist auch gar nicht klein. Auch schon 22 war. Das ist nicht so der Hit vom. Vielleicht verkaufen wir das auch einfach wieder. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nichts draufstellen. Das geht jetzt rein ums Malen erstmal. Also nur gucken, dass wir da nichts draufschmeißen. Alternativ fällt mir dabei gerade ein, macht das vielleicht mehr Sinn, wenn wir es nicht behalten wollen. Direkt von vornherein. Komm, machen wir so. Machen wir hier direkt einmal Gras hin, dass wir von da dann anfangen. Dass wir gar nicht erst in die Versuchung kommen, da irgendwas draufzustellen und dann können wir es nicht mehr verkaufen. Macht wahrscheinlich in dem Sinne, in der Sicht mehr Sinn. Weiß auch gar nicht, ob ich das hier können wir ja wieder. Das ist unseres. Weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich das am Ende so eckig lasse. Ich hab tatsächlich noch wenig überlegt. Nur so ein bisschen. Kommt da jetzt noch Gras drauf? Ist das ein bisschen Gras oder Wiese? Ist das egal? Ne, du bist Wiese, okay.
dann die Obstarien erstmal. Haben wir das schon mal wegverbessert quasi. Dann können wir das auch wieder abstoßen. So. Das haben wir dann an einem Feldrand definiert quasi. Passt auch. Geht das noch größer? Aber die Fläche ist nicht klein, ne? Also das davon mal ab. Kann man da einiges hinstellen. Das haben wir erstmal. Das ist die Frage, wir machen das hier auch gleich. Den hinteren Eingang hier verstehe ich ehrlich gesagt nicht so. Warum das da einmal rausgeht und da nochmal. Keine Ahnung, er schließt sich mir nicht zu sehr. So. Da haben wir noch Bäumchen. Weg. Wir müssen hier auf jeden Fall auch Deko hinstellen, sonst fühle ich mich irgendwann schlecht, wenn ich da immer dran vorbeifahre. So. Ich bin gerade am Überlegen, ich habe diese Silo-Baukästen mit reingenommen hier, die Geschichten. Finde ich eigentlich ganz cool. Ein passendes Gebäude finden, wo man noch irgendwas mit dran stellt. Bayerisches Hofpack, weiß ich gar nicht, warum ich das mit reingenommen habe. Wollte ich das? Kleine Fahrsilos mit diesen Gummidingern oben drauf. Wo ist der alte Misthaufen? Freiland. Freilandsilos, auch vielleicht eventuell interessant. Mit Erde. Die mag ich auch ganz gerne. Was ist hier der Unterschied? Das ist mir zu klein. Aber sowas müsste schon sein, glaube ich. Oder beidseitig sogar. Die Abdeckung kann man zumachen, wenn ich das richtig gesehen habe. 5 Millionen, ne? Also schon eine Menge. Ansonsten bei den Angeln. Ja, Leimnadel habe ich mit drauf. Ganz Standard, klar. Bayerisches Hofpack. Ich weiß nicht, warum ich es mit draufgenommen habe. Eigentlich wollte ich das Hessische. Das habe ich auch, oder? Fachwerkgebäude. Wow. Na, guck mal, da ist zum Beispiel so eine Durchfahrt, wo man da jetzt das Silo theoretisch. Ist das hübsch? Gefällt mir das Gebäude? Bin mir halt noch nicht so sicher, ob ich das auf alt trimme oder nicht. Die alten Schuppen, die sind natürlich auch recht noch Dinger mit drin. Mutter Eule. Haben wir hier Ente, Biber, Ente, Eule, Maus. Sehen sie natürlich alle irgendwie. Guck mal hier, können sie einfärben. Ah, hat was Schönes. Ja, die habe ich gedacht, wäre eigentlich größer. Haben wir jetzt hier. Ne? Das denn? Dachte ich, ich hab den nicht an. Das wirkt sehr mickrig irgendwie. Bergehalle. Fand ich auch ganz interessant. Aber wenn ich mir die jetzt so angucke. Ja, hier wird es wieder interessant. Allerdings sind das auch sehr, sehr kleine Tore. Oder wirkt das nur so? Um die jetzt mal einfach hinzustellen und zu gucken, ist mir das ein bisschen zu teuer. Okay. Silo-Erweiterung ist klar. Farmhäuser. Habe ich natürlich auch ein bisschen was mit drauf genommen, weil man weiß ja nicht. Naja, das fällt aus. Das finde ich. Ich weiß nicht, das ist mir zu viel Klimperkram hier, ne?
Also vielleicht bin ich dafür auch zu wenig Bayer, aber das ist ganz niedlich. Passt hier sogar auch einigermaßen dazu, ne? Das ist fast ein bisschen klein. Das stimmt der Maßstab irgendwie nicht, ne? Aber hier geht's. Naja, ich meine. Also von der Sache her passt das hier eigentlich ganz gut rein. Behalten wir uns mal Optionen. Behalten wir uns mal Optionen, ne? Das ist natürlich der hessische Hof. Ist natürlich ein Traum. Das Ding ist riesig, hat schon von Haus aus recht viel zum Unterstellen. Was passt hier halt nicht hin? Weil da ist ja eigentlich die Hofeinfahrt ist ja da so in der Mitte. Theoretisch. Aber kann man nutzen, muss man natürlich nicht, aber ich wüsste nicht, wie ich das hier verwursten sollte. Also ich finde es wäre mal eine Option. Aber wie gesagt, wie es drehe oder wende, dass das wirklich gut nutzbar ist, kann man höchstens irgendwie so noch mit. Aber das ist auch Quatsch. Da ist auch ein Silo mit drin, ne? Genau, das ist damit das Silo. Ah, ne, hier ist das Tor mit drin. Hessisches Hofhaus. Könnte man was draus machen. Aber ich bin tatsächlich irgendwie beim selber bauen mit dem hier tatsächlich. Und dann Hallen und Co. Das Ganze nicht ganz so groß. Bin gerade noch am Überlegen, mir schon irgendwas in Richtung Tiere machen. Das ist ja Kuhstall, 45 Viecher. Da ist Gülle. Da ist die Milchkammer. Füttern ist drin. Ne? Ja. Option. Für 80 Viecher. Holländische Geschichte. 209, das fällt raus. Weiß nicht, warum ich den. 200 ist definitiv zu viel. 35, das ist ein bisschen zu mickrig. Das sieht auch viel zu klein aus. Hat keine Weide. Ne, er ist raus. So viel habe ich gar nicht mitgenommen. Schau mal einer gucke. Fachwerk Schweinestall. Nicht uninteressant. Aber mit Schweine, weiß ich nicht. Schafe habe ich nichts dabei. Hühner. Naja. 360 Hühner auf diesem kleinen Ding. Weiß auch gar nicht, ob ich was mit Hühnern machen will. Also manchmal nerven mich die Eier einfach. Gut. Deko. Ihr kennt meine Deko-Palette. Ne? Also das ist. Ich kann jetzt 5 Minuten scrollen, also da finden wir reichlich. So. Da hinten habe ich gesehen, haben wir noch einen Streifen vergessen mit Landschaftsbau. So. Das haben wir. Dann fangen wir jetzt tatsächlich mal an mit dem Farmhaus. Müllkram und so. Wie weit können wir denn? Wie weit kommen wir denn hoch? Oder runter, besser gesagt. Was natürlich gut, wenn das vorne an der Straße steht, ne? Was auch immer da alles rumsteht. Zack. Ach, guck mal hier. Unter dem Graszeug? Nee, das gehört zum Haus, oder? Interessant. Aber das passt doch eigentlich von der Art hier ganz gut rein. Jo, das nehmen wir so mit.
ziehen wir gleich irgendwie noch mal ein bisschen Zaun. Vielleicht kann ich das schon mal andeuten. Machen wir mal so. Bin gespannt. Okay, da geht's nicht. Bis dahin kommen wir. So irgendwie. Muss mal gucken, wie das passt. Ja. Irgendwie so runter an den Zaun ziehen. Das hier vorne machen wir auch mal weg. Müssen wir mit einarbeiten. Doch, ach doch, kriegen wir auch weg. Ich war gerade irritiert. Kleine Terrasse, Mini-Terrasse. Na, willst du nicht? Ah, okay. So. Dann haben wir hier quasi dann auch direkt den Müllplatz. Muss mal gucken. Deko-Zäune. Können wir den abreißen? Steht ja auf unserem Gelände, ne? Nee, kann man nicht. Ist die Frage, ob wir den bauen können. Ich glaube nämlich nicht. Es ist irgendein Zaun, den wir nicht bauen können. Vielleicht lassen wir noch einen kleinen Durchgang zum Nachbarn. Musst du mal hin. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht. Hier müssen wir das mit. Müssen wir hier auch eine Hecke nehmen, ne? Oder ist das in diesem Mauernpaket mit drin? Muss ich nochmal gucken. Sonst müssen wir das hier irgendwie so absetzen. Kleinen Durchgang zum Nachbarn. Aber hier kommt dann uns eine Hecke oder sowas längs. Irgendwie so. Es irritiert mich, dass hier diese Mauer nur so halb ist. Jetzt haben wir natürlich viel, viel Fläche, uns auszutoben. Ich glaube, zu viel. Zu viel Fläche. Naja gut, dass man hier in Nordrhein-Westfalen Steinwurf in der niedersächsischen Grenze unbedingt Klimaanlage braucht. Weiß ich nicht. Aber doch so einfach. Äußeren. Oh, guck mal, hier ist auch ein bisschen angegriffene Oberfläche und so, das haben wir auch. Das passt. Ich weiß nicht, wo ich das verorten würde. Das heißt europäisches Haus, aber. Ist das dann eher. Weiß nicht, wo ist es denn eventuell auch schon so warm? Wo Slowenien, Kroatien oder sowas vielleicht? Vielleicht. Na, dann überlegen, ob ich mir diese Mauerdeko noch runterziehe. Für das damit hier irgendwie. Können wir mal reingucken. Geht ja relativ fix, denke ich. Hoffe ich. Speichert er da gerade. Die habe ich immer nicht genommen, weil die mir zu groß waren. Na komm, mach hin. So, Mauern. Wie heißt das, glaube ich, ne? Mauern und Zäune oder was? Ja, Mauern müsste auch finden. Nee, guck mal. Ist das da mit drin? Ne, die ist dunkel oben drauf, ne? Ist egal, vielleicht finden wir da was irgendwie passt. Da können wir nochmal gucken. Mauer hatten wir, Zaun. Thank you.
glaube ich, gar nicht mal so geil aus. Ist egal. Wir nehmen das jetzt mal so mit. Gucken, ob es passt oder nicht. Wenn nicht, dann nicht. So, Mauern, so weit. Müsste das nicht hier sein? Warum? Mal am Bild gucken oder was? Heißt das hier anders? Steinmauern. Ach, wieso nennst du einen Mod anders und dann heißt er im Shop wieder oder gar nicht wahr? Wieso heißt dein Mod-Hub anders als bei der Mod-Auswahl? Oh, totaler Blödsinn. Oder? Finde ich. Ich meine, lädst du dir was runter? Und findest es nicht, weil du nicht weißt, wie es heißt. Na gut, es haben wahrscheinlich auch nicht alle so viele Mods. Aber das sind die verschiedenen Projekte und so. So. So und eine. Naja, das meine ich, die ist nämlich wieder viel zu hoch. Können wir das da drüber bauen? Tatsächlich. Würden wir das damit. Warte mal, dann können wir auch andere drüber bauen. Können wir das vielleicht auch hübsch machen? Ja, ganz in der Theorie könnte man das vielleicht auch so. Ah, wo kollidieren wir jetzt? Ist das der Zaun selbst? Kreis ist nicht angetriggert. Da schon. Also wenn ich jetzt von da hier reinziehe, kann ich es wahrscheinlich nicht bauen, oder? Testen. Nee. Also das wäre noch Trick 17. Nee, aber kriege ich nicht. Schade. Kann man das höchstens machen, dass man das hier jetzt doch mit einer Hecke zubaut. Das denn so funktioniert. Bitte? Ja, okay. Das ist zwar eine Notlösung, aber was soll's. Machen wir noch mit Gebüschen zu oder sowas. Irgendwie so. Dann haben wir hier unser Häuschen. Von wo können wir ziehen? Auch von da. So, nehmen wir das Grünzeug mit. Na, willst du nicht? Ja, Kollision, bla bla. So. Und hier vorne machen wir mal. Abstand da, wobei, was ist das, Alter, muss ich mir aus der Nähe angucken, keine Ahnung. Auch irgendwelche Klimaanlagen, ne?
Naja, komm. Dann dekorieren wir doch. Wieso ist das jetzt wieder weggeblättert? Manchmal, ne? So, die. Kuli. Ja. Ein bisschen weiter vorne noch. So, da ist der Trigger. Gehen jetzt einfach mal bis hier rein. Reißen das Stück vor der Haustür wieder ab. Reicht schon. Reicht schon. So, und das gestalten wir nachher aus. Ist mir schief? Nö, geht eigentlich, ne? Ja. Ist immer noch die Frage. Gucken wir mal kurz, wo wir jetzt hier den. Einmal einen Eindruck bekommen. Na, es ist eher so alter, keine Ahnung, um Kirchenrum oder so, ne? Kenne ich von unserer. Von unserer alten Feldsteinkirche, da sah das auch so aus ringsrum, aber das ist eben auch, weil das vor Urzeiten mal so gepflastert war. Dann haben wir hier das moderne Pendant. Aber das finde ich ein bisschen zu knallig, muss ich sagen. Das ist auch nicht so meins. Warum wir hier die ganze Zeit Geld raus für so ein. Naja, das ist glaube ich auch nicht. Das ist sowieso nur Asphalt. Das fällt raus. Was ist mit dem alten Kopfsteinpflaster? Das ist schon geil. Aber es ist, glaube ich, auch nicht. Das fand ich, glaube ich, auch noch ganz gut. Das ist für so eine Auffahrt, ist das schon recht interessant. Ist das wieder eigentlich eine viel zu große Auswahl. Aber es ist, das könnte mir. Lass das bitte nicht den Boden sein, der hier vorher war. Ich glaube, mit sowas kann ich. Die Einfahrt ist ganz schön eng, ne? Vielleicht müssen wir es irgendwie entschärfen. Mal gucken. Müssen wir einen Träger kaufen. Warte mal kurz. Boah. Hallo. Muss ich ja. Da muss ich ja, ne? Da führt jetzt erstmal kein Weg dran vorbei. Gebraucht, genau das Richtige. Wir lassen ihn erstmal in der Standardkonfiguration. Ändern nur das Nummernschild in was habe ich gelesen? MI, ne? Minden Dingsbums. MI müsste das sein. Ja, komm. 1, 2, 3. So, komm. Erstmal Platzhalter. Immerhin einen Traktor haben wir schon mal. Ich muss mal testen, wie viel Platz wir da haben. Ich war vorher, keine Ahnung, ich habe mich nicht großartig damit beschäftigt, welche Traktoren ich haben möchte und so. Deswegen bin ich da ziemlich offen für alles, was kommt.
den kann man schon mal mitnehmen hier. Gucken wir, bis 260 PS schon mal mit arbeiten. Wir müssen rechts. Nee, wir müssen links rum. Die Beschilderung ist auch schon sehr schön. Ist alles da. Ortschaft. So, mal gucken. Die Einfahrt hier ist schon. Selbst das ist schon ziemlich. Ziemlich klein. Aber es geht. Wenn man ein bisschen aufpasst. Und jetzt nicht mit den längsten Hängern und Geräten hier durchfährt, dann hat man eben noch die Ausfahrt. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So. Kommen wir zur nächsten Frage. Dieses Muster. Ich finde, das ist sagt mir zu. Was haben wir hier noch? Das waren diese Rasen. Jo. Das ist zu groß. Immer noch die Fischgräten und die anderen Fischgräten. Gucken, was das sagt. Muss ich mir gleich nochmal aus der Nähe angucken. Ah, das beißt sich aber hier mit dem. Sehe ich das wirklich? Also eigentlich genau das hier in. Oh, ist das schwer. Das ist wirklich. Was war das hier? Das ist das Ganze nochmal ein bisschen verwaschen hier. Guckt das noch dort runter durch? Nee, kann auch eigentlich nicht. Ah, okay. Das ist halt relativ frisch gepflastert, ne? Das ist zu große Auswahl. Es ist zu große Auswahl. Unglaublich. Ich glaube, ich bin tatsächlich. Was? Also das waren die, die wir gerade hatten. Ich glaube, ich bin tatsächlich hier. Können wir ja gleich noch mal zum Haus noch was anderes reinlegen. Aber so für die Einfahrt. Ich glaube, damit bin ich schon mal. Aber ich glaube, das kann man schon mal machen. Natürlich nachher hier soll es nochmal um die Hecken und sowas ein bisschen nachziehen und nochmal gucken, wenn wir jetzt überlegen, was hier. Ja, muss das was anderes sein? Ist so die Frage, ne? Ob das nicht sogar so dann irgendwie sinnvoll ist. Hätte ich gerade natürlich gerne eine gerade Kante. Aber kriege ich nicht hin. Warum nicht? Weil es so. Okay. Besser. Halt mit Grün, mit dem Gras, auch so ein bisschen da drauf. Ne? Guck mal, wenn man das jetzt so sieht. Das ist gar nicht ganz weg. Sondern das geht ja so ein bisschen ineinander über. Das ist natürlich sehr geil. Finde ich. Ja, das wird eine Weile dauern. Die Bodenpalette ist verrückt. Auch wenn mir halt persönlich da tatsächlich das ein oder andere wieder bei fehlt, aber
Das ist. Also, wenn du sagst, du möchtest irgendwas mit Pflasterstein machen und hast dir das vorher mal kurz angeguckt, dann wirst du erschlagen. Irgendwas mit Pflasterstein, Juni, ist klar. Das ist schon krass. Mal irgendwas mit Pflasterstein. So, brauchen wir noch irgendwas für? Weiß nicht, was das für Platten sein sollen. Was eignet sich auch nicht wirklich. Glaube, hier sehe ich mich tatsächlich da irgendwo. Terrasse vorm Haus. Ob sich das auch irgendwie in Übergängen. Oh, zu viel. Zaun gleich irgendwie hinstellen, oder eine kleine Hecke oder sowas. Oder ob wir die Hecke hier einfach rumziehen und dann einen Zaun weitermachen, geht auch. Aber hier halte ich mich erstmal schon eine Ewigkeit einfach nur an dem Haus auf. Ne? Ja. So. Reicht mir das so? Ist das schon zu weit? Detail arbeiten. Ich glaube, so gefällt es mir besser. Die Frage, ob wir am Haus noch so ein Mini-Stückchen abkriegen. Oh. Man kann da echt auf diese Wohntextur noch drauf malen. Oh ja. Oder man macht sowas, das ist natürlich Quatsch. Besser. Lassen wir so. Dann ist jetzt die Frage, ziehen wir das jetzt einfach darüber? Nee. Wir müssen daran denken, dass wir auch irgendwo Platz für unseren Grillplatz brauchen. Wie immer. Die kleine Hecke, ne? Ein Stückchen noch. Warum nicht bis da? So. Ist das gerade ziemlich. Ist das teuer? Ja. Das wird schief. Will ich nicht. Auch schief. Ah, gut, das ist weniger schlimm, ist schief. So, machen wir das einmal landschaftsbautechnisch fertig. Das alles einmal ein bisschen grün. So, dann war es das. Dann haben wir zumindest mal ein Haus stehen. Yay. Mit das Unwichtigste. Ja, ein Schlafplatz, okay, aber ansonsten mit das Unwichtigste am Hof. Das am Ende gestalten. Da kommen mit Sicherheit auch noch irgendwelche Bäume hin und sowas.
heiß wie, weiß ich nicht. Fällt mir relativ wenig zu ein. So, jetzt ist die Frage: Nutzen wir jetzt das Pflaster weiter? Bauen wir vielleicht einfach erstmal was? Austoben, ne? Aber es ist gerade die Frage, ob ich mir das vorstellen kann, einen ganzen Hof damit auszulegen. Vielleicht müssen wir irgendwo mal ein bisschen variieren. Mal gucken. Erstmal überlegen, was wir überhaupt da hinstellen. Also die bayerischen Dinger sind ja für mich eher raus. Fachwerkscheune ist natürlich mega riesig. Da könnte man natürlich ein Silo drin verstecken. Wäre eine Möglichkeit. Das geht bei den bayerischen übrigens auch. Bei der hier, glaube ich, ne? Die hat auch da die Durchfahrt. Ja. Frage ist, passt das zum Stil? Passen die zum Beispiel zusammen mit denen hier? Können wir die Farbe der Tür ändern? Bin ja hier bei. Ist das grün? Weiß ich nicht. Das heißt, hier kannst du auch durchfahren. Jetzt müsste ich wissen, wie breit dieses Silo ist. Was wirkt mir ein bisschen. Mal das jetzt mal angenommen. So irgendwie hier hinstellen. Raster. Ich sehe nichts. Baum ist im Weg. Das wirkt so gedrungen, das wirkt so klein. Man könnte Traktoren unterstellen und dann das Silo da mit rein. Komm, für 11.000 Euro können wir das mal hinstellen. Okay. Wirkt wieder anders. Aber so klein ist das nicht. Das teilweise im Baumodus wirkt das manchmal anders, als es in Wirklichkeit, wenn man dann davor steht, ist. Manchmal auch das Gefühl, es liegt einfach schon an den Proportionen vom Baumenü und dem Winkel. Ja, guck mal, so klein ist das nämlich nicht. Selbst das Tor hinten ist nicht so klein. Das geht schon. Jetzt können wir versuchen. Nee, falsch. Wo sind wir jetzt schon? Ja. 1 Million. Würde natürlich passen, ne? Gerade eben, aber es passt. Es passt sogar mit dem Doppelten. Sieht das auch aus? Ich glaube, das könnte genau hinhauen. Also zu tief oder zu weit vorne? Ich sehe wieder, jetzt sieht man wieder nichts mehr, ne? Gucken wir mal hier an der Seite. Ja, das geht schon. Hilfslinie. Ich brauche eine Hilfslinie. Kommen wir mal weiter da. Malen wir das jetzt rüber? Ja, es bleibt da, ne? Einmal anpassen. Quatsch. Ich wollte die Dinge mal ausprobieren, hier diese in den Boden fallenden. Ja, das passt natürlich nicht. Hätte ich eigentlich auch vorher sehen können. Ja.
besser. Die Ausrichtung. Noch zwei Klicks mehr. Kriegen wir das irgendwie hin? Ansonsten kann ich das natürlich auch. Naja, wenn wir da jetzt reinmalen, ist das gleich zu viel. Okay. Müssen wir gleich mal versuchen, einfach nochmal zwei Klicks nach vorne zu gehen. Müsste eigentlich auch funktionieren, ne? Wollen wir jetzt mal gucken. Das da, noch ein. Dann hätten wir es. Noch ein. Drei Klicks. Kriegen wir hier hin. Eins, zwei, drei. Zack. Das passt doch wie gemalt. Also mit den Spuren ist natürlich ein bisschen blöd, aber oh, das fällt nachher nicht mehr auf. Das passt doch. Mal gucken, ob wir da dieses Rohr auch irgendwie dran kriegen. Mit dem Ding noch nie gearbeitet. Ich weiß das, ich kenne das nur in der Theorie. Was ist der Unterschied zwischen Entladerohr 300 und 2200? Und das ist wahrscheinlich die Geschwindigkeit, ne? Also 2000 Liter in der Sekunde kann es ja kaum sein, oder? Ich glaube, wir gehen einfach mal mit dem Kleinen. Kriegen wir das hier irgendwo? Erstmal reingucken, ne? Geht das auf verschiedene Höhen? Kann ich da irgendwie drunter gucken? Das funktioniert nicht so, wie ich denke, glaube ich. In der Theorie würde ich es gerne so haben. Aber es ist viel zu weit vorne. Ist das immer auf der gleichen Höhe? Nee, ist es nicht. Auf der Höhe hätte ich es gerne, aber eben da drin. Kriege ich das von hier? Irgendwie kann ich das irgendwo sehen. Ich meine, tendenziell müsste es ja passen, wenn ich gerade nicht. Wenn ich es nicht im Dach hängen sehe, oder? Ich weiß nicht, wo es jetzt ist. Einmal testweise. Na, das ist natürlich. Nee. Kriege ich das jetzt irgendwie da weg? Oh, Ärger. Wahrscheinlich reiße ich die ganze Halle ab. Krieg den Winkel nicht hin. Ich komme da nicht wieder dran. Kann ich da irgendwie anders hin? Da. Weg. Das wird ja hier auch nirgends aufgeführt, ne? Nee. Ja, bleibt eigentlich nur die Halle wegzureißen. Dann habe ich vielleicht gerade, das sind ja nur 11.000, nur 11.000. Aber ich habe gerade eine andere Idee. Wenn wir jetzt hier, du kannst das ja sogar an Laternen dranhängen, das Ding, ne? Angenommen, wir stellen jetzt hier eine Laterne hin. Mal gucken, ob das funktioniert. Und hänge hier an diese Laterne dieses Rohr dran. Können wir vielleicht noch ein Ding höher gehen? Können wir zur Seite gehen? Eigentlich können wir auch
das so überlappen lassen. Und vielleicht auch nicht. Ja, was ist denn da die richtige Höhe? Aber wir gehen gerne noch ein bisschen rein. Oh, die Höhe finde ich. Das ist so ätzend. Diese Kameraführung. Zwei Klicks rein oder so. Nee, nicht noch höher gehen. Kriegen wir das noch ein Stück darüber? Ich würde das gerne hier mit dich haben. So. Eigentlich fast so. Ich habe keine Ahnung, wie wir von der Höhe hinkommen. Das könnte ganz gut hinhauen. Wir bauen uns ein Silo. Nee. Hä? Das war was anderes. War das das? Nein. Das war's. Jetzt ist nur noch die Frage. So habe ich mir das gedacht. Ist nur die Frage, haben wir den Heuboden? Das wäre natürlich mega geil, haben wir aber nicht. Stellen wir da irgendwas rein? Können wir das mit Deko zumachen? Oder sogar tatsächlich hey, wir kriegen das da nicht rein, ne? Das wäre noch ganz interessant. Vor allem aber nicht oben mit diesem Dachding drauf. Aber an sich fände ich das, glaube ich, ganz cool, wenn wir doch tatsächlich so einen Turm hier noch irgendwo hätten. Weil irgendwo muss ich ja erklären, wo denn das ganze Zeug bleibt, ne? Jetzt haben wir aber da immer noch. Kommt der Baum auch durch. Vielleicht muss der noch weg. Vielleicht muss der noch weg. Deko. Kriegen wir irgendwas hingestellt? Ist das da so kaschiert? Die ganze Zeit läuft der Motor vom Fendt. Stellen Haus da rein. Aha. Nichts Sinnvolles gesehen bisher. Müsste ja auch relativ groß sein. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Das wird mich stören. Sieht zwar hier gut aus. Das passt genau. Aber hier dieses Rohr, das wird mich stören. Ich kenne mich da ja. Aber ich weiß nicht, wie oder ob ich das irgendwie wegkriege. Das ist mir nichts Sinnvolles aufgefallen. Toilette. Ich kann da ja nicht mal was reinschieben. Doch könnte ich, wenn ich von hier gucken könnte, kann ich aber nicht. Oder wir machen das. Na komm, wir haben das ja eben schon mal weg.
Und auch teurer als ich wahrscheinlich. Hätte ich irgendwo einfach ein Silo hingestellt. Das ist ja relativ klein. Ausladen nach hinten, nee, das müsste eigentlich passen. Ja, ich weiß, dann ist die Halle gleich nicht mehr so als Halle zu benutzen, aber das ist ja jetzt erstmal nebensächlich. Wo sind denn jetzt? Das die? Ja. Dicken nach vorne. So. Okay, das passt wieder, das passt auch. Guck das durchs Dach durch. Aber können wir das, wenn wir so ein Stück. Naja, ich weiß, das wird teuer. Das noch ein Stück weiter nach hinten schieben jetzt. Fällt es fast nicht mehr auf. Fällt es fast nicht mehr auf, dann müssen wir alles das andere Ding nach hinten nochmal umschieben. Das wäre übrigens mega geil, wenn man solche Sachen verschieben könnte. Erweiterung. Ich weiß, brauche ich eigentlich nicht, aber wie gesagt, ich möchte eigentlich gerne so einen Turm da drin stehen haben. Landmarke und sowas. Zack. So. Aber irgendwas Kleines kann man hier auch immer noch vorstellen. Mähwerke oder sowas. Okay. Wieso schwebt denn das Ganze jetzt? Wieso schwebt das ganze Gebäude? Ach, verflucht. Ihr macht mich mürbe, echt. Wenn ich drauf geachtet. Das ist natürlich das Problem, wenn man wenn man Dings setzt. Wenn man das mit dem Platzieren, frei platzieren nimmt, dann hat er natürlich die Anwandlung eventuell hochzuhüpfen. Na, da schwebt er nämlich. Können wir es irgendwie absenken? Und warum schwebt er? Weil wir es irgendwo draufsetzen. Na klar. Aber wo? Das ist wahrscheinlich das Silo. Kriegen wir das irgendwie runter? Wenn ich das jetzt hier gucke, dann ist es auf dem Boden. Passt. Das ist eventuell wirklich nur dieses blöde Silo-Ding. Oder ist es das Silo? Also das Einkippteil. Kann auch sein. Ist die Frage, kriegen wir den Boden angehoben? Unwahrscheinlich. Kriegen wir das doch irgendwie hin, dass wir. Moment. Einmal das testen. Guck mal, jetzt steht's. Jetzt steht's auf dem Boden. Ha! Mal gucken, wie es hier stand. Ziemlich sicher so und weiter nach vorne. Und hinsetzen. Das ist zu weit hinten. Wetten. Ja, natürlich. Ich glaube, ich muss nachher mit den Schildern arbeiten.
Zumindest ein bisschen was wiederholen. Ich glaube, wir haben jetzt gerade 50.000 mindestens, na, wer mehr. 100, 150 bis 200.000 jetzt hiermit verbrannt, einfach mal so. Können wir rausfinden. Jetzt hängt das Ding da nicht mehr dran. Das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so schlimm. Das passt. Und es steht halt auf dem Boden. Das ist das Wichtige. Jetzt kommt hier das Silo-Zeug. Erst davor. Zack. So. Wie weit? Finde ich gut. Jetzt haben wir ein Rufsilo. Mal gucken, einmal schnell rein. Ich habe so das Gefühl, wir haben einfach an Gebäuden schon mal, keine Ahnung, 250.000 oder was rausgeschmissen. 477.000 Baukosten. Gut, 86.000 zurück. Aber im Grunde haben wir die Halle für 11.000. Die Silos sind nicht ganz so günstig. 48. 54.000. 64. 52. 58. 64. 120, 124, 180. Also dieses Gebilde dürfte eigentlich nur 180.000 kosten. Plus 95, grob 300.000, dann haben wir 170.000. Können wir mal im Kopf behalten, wenn wir nachher short sind, dann können wir das immer noch ein bisschen ausgleichen. Okay, die eine Tür geht vor das andere Ding auf, aber naja, egal, soll uns jetzt erstmal nicht stören. Was war das für ein Asphalt? Also das ist da ganz normaler Asphalt. Aber hier können wir das theoretisch tatsächlich mit diesem alten Zeug. Nö. Da kann ich reinmalen, da nicht. Ich mach mich fertig. Was soll das? Aber hier finde ich das tatsächlich ganz interessant. Da gucke ich mir gleich nochmal im Detail an, wenn wir es einmal hier. Das passt doch zu so einer alten Halle. Aber wieso kann ich da jetzt nicht reinmalen? Geht mir auch ein bisschen auf den Keks. Mal gucken, ob wir hier Trick 17 anwenden können. Wir haben ein bisschen. Das reicht mir doch. Weiter reingehen wir da eh nicht mehr. Das passt schon. Auch wieder Geld rausgeschmissen, weil der große Pinsel natürlich viel teurer ist. Geil wäre das natürlich, wenn die Symbole wirklich übereinander liegen würden, aber naja gut, kann ich alles haben. Ja. Wieso kann ich hier jetzt nicht? Oh, hier. Doch Verarschung. So. So, mal gucken, wie wir es jetzt rundum moderner machen. Dann sollten wir vielleicht mal wegfahren, weil hier kommt ja wahrscheinlich auch noch was hin. Na
Interessant. Mal gucken, ob das dann nachher auch so spielbar ist. Keine Ahnung. Wirklich nicht. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Das ist ein Unterstand, Heuschober, irgendwas. Finde ich hier vielleicht ganz hübsch. Wobei er hat auch so eine Durchfahrt-Dings. Da irgendwo. Braucht man das Durchfahrdings? Ich hätte das jetzt eigentlich gegenübergestellt. Hätte gedacht, oh, nächste Fahrzeughalle quasi. Dass man da hinten raus kann. Vielleicht können wir das noch irgendwie aufnehmen. Vielleicht können wir das noch irgendwie oder so ein bisschen Durchfahrt lassen. Da muss man ja sowieso noch zur Leiter. Einmal so. Kommt man da eigentlich hoch? Cool. Warte mal, macht das? Na, hier kriegen hier keinen kleinen Schäfer oder sowas hoch. Gerade überlegt, wenn man hier oben Ballen lagert. Aber dann bräuchtest du hier oben was, um die Ballen irgendwie durch die Gegend zu fahren. Außerdem ist, nee, das ist auch Quatsch. Ich glaube, da kann man nicht mal zwei Ballen übereinander stellen. Aber es ist hübsch. Hätte ich die. Machen wir hier zu. Passen die Tore zueinander? Ja, ich glaube schon. Okay, haben wir schon mal ein bisschen was zum Unterstellen. Hier können wir irgendwie Hänger reinfahren. Vielleicht macht das sogar Sinn. Hinten haben wir ein bisschen Platz. Ah, das ist dann zu eng. Na egal. Wir gucken mal weiter. Ist die Frage, wollen wir schon von Anfang an auch Ställe mit reinnehmen? Na, der ist einfach zu klein. Der gefällt mir hier nicht. Der ist schon zu groß. Gefällt mir hier auch nicht tatsächlich, aber. Passt auch einigermaßen vom Stil dazu. Einigermaßen. Auch ganz schlimm ist es nicht. Wäre nur die Frage, wo und wie. Das macht keinen Sinn. Schon eher, wobei man da irgendwie eine Straße bräuchte. Und da hinten ran. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Fast am ehesten irgendwie so, aber ich sehe das gerade noch nicht. Ich sage so viele, ich spüre es gerade nicht. Nee. Hörmannstall. Nur mal vom Feeling her. Da müsste man auch irgendwie so drehen. Ich sehe das tatsächlich eher hier mit dem Hessischen. Sind zwar nicht in Hessen, aber so, wir brauchen Gülle, brauchen wir. Macht das Sinn, das hier irgendwie so dran zu stellen? Aber ganz abwegig finde ich es nicht. Ganz hübsch allerdings auch nicht. Was können wir noch was machen? Brauchen noch einen Misthaufen. Komm,
wir setzen ihn jetzt einfach mal dahin. Schon mal gut, es lappt nicht überall. Ja, so schlecht. So schlecht finde ich das jetzt gar nicht. Wir kommen hier hinten dran. Wir brauchen natürlich noch einen Misthaufen. Misthaufenaufbau. Das alte Ding hier. Hab nichts anderes. Wieso nicht? Habe ich nicht irgendwo noch. Ich habe doch einen alten Mist. Habe ich den nicht aktiviert? Naja, ist auch egal. Ist die Frage, ob wir den nach vorne holen oder nach hinten. Das Tor. Könnten den auch hier so ranpacken. Weil hier fahren wir sowieso nicht. Wobei, das ist vielleicht ein Stellplatz für irgendwas. Hier. Güllebecken brauchen wir auch noch. Nee. Wobei, ganz ehrlich, Kühe werden auf längere Zeit noch nicht einziehen. Du hast jetzt auch so ein Bodending drum. Na ja, gut. Güllebehälter, Erweiterung. Klein, auf jeden Fall klein. Kriegen wir das hier in die Ecke oder meckerst du da schon? Klappt mit einem anderen Objekt ab, wo wir da meckern? Aha. Okay, dann können wir das hier hinten in die Ecke packen. Frage ist, kommt da noch was dazwischen? Vielleicht. Ja, ja, ich weiß, jetzt stehe ich da dumm rum. Wie immer. Machen wir mal so rum. Bisschen noch vom Feldrand weg. Eventuell kommt dann auch noch ein Unterstand dazwischen. So. Oh, passt. So haben wir das. Silos haben wir. Eigentlich sind wir nur bei Hallen, ne? Das passt hier halt nicht hin, so richtig. Vom Stil her ist was völlig anderes. Aber womit ich mich jetzt noch theoretisch anfreunden könnte, das ist das Ding, was wir gerade gebaut haben? Nee, anders. Womit ich mich rein vom Stil her noch anfreunden könnte, ist jetzt was Moderneres dazwischen zu setzen. Ne? Wenn man sagt, das ist irgendwann mal so gewachsen, aber vielleicht hat man da mal irgendwas weggerissen. Oh, nee. Oder auch nicht. Nee, oder auch nicht. Achso, bei denen waren wir ja. Das passt ja thematisch wieder, ne? Das ist auch mini klein. Was willst du da unterstellen? Wobei die Größe täuscht vielleicht schon wieder. Irgendwas so futtermäßiges oder sowas. Kriegen wir das da so ran, dass das abschließt? Müsste doch eigentlich, aber nicht durchragt. Das irgendwann mal daneben gestellt. Irgendwann mal angebaut. Ja, passt soweit.
Sieht dann natürlich alles auch wieder ein bisschen anders aus, wenn man das nachher voll durchgestylt hat. So, Hallen, kleinsten Unterstand der Welt. Jetzt klatschen hier so ein Ding hin. Negativ. Das wäre natürlich auch irgendwie sowas, wenn man jetzt sagt, da war halt Platz. Wollen sie dann sowas hinstellen? Kostet nicht viel, gutes Angebot gekriegt. Nee, wir bleiben mal beim Modell Biber. So, da ist der Feldweg. Es wird dann aber auch eng hier. Aber schief Häuser platzieren ist auch immer irgendwie komisch. Aber wir haben hier auch noch eine Rückseite, ne? Jetzt, ach, der hat auch wieder so ein Durchfahrding. Ja klar, man kann es ignorieren, aber es ist dann auch irgendwie komisch, oder? Wenn ich das jetzt mit dem Rücken zum Wald stelle und da ist einfach so eine Durchfahrtsgeschichte. Unschlüssig. Oder so. Und man kommt da hinten halt auf die Weide. Das ist auch Quatsch. Riecht ihr das noch schön? Nein. Also die Zusammenstellung gefällt mir ja momentan irgendwie schon so ein bisschen gut. Müsste man das halt nur irgendwie weiterführen und das ist jetzt da jetzt irgendwie den Anschluss zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Modell Biber wäre eine relativ gute Geschichte dafür, aber ich weiß noch nicht, wie ich mit Modell Biber umgehen soll. Hier dran, das macht auch wieder keinen Sinn. So rum oder so rum. Also dieses Rasterbauen macht einem schon die Arbeit so ein bisschen leichter. Ne? Vielleicht lassen wir das auch einfach und wir stellen das Ding hier irgendwo hin. Schon wieder schief. So. Dann da eine Durchfahrt für wohin auch immer. Wir müssen ja nicht auf Zwang. So. Kommen wir da halt wieder rum. Zur Not können wir auch hier den Wald noch ein Stück rausziehen. Wir müssen das ja nicht alles zubauen. Könnten wir, müssen aber nicht. Vielleicht machen wir das auch so. Wieso haben die jetzt unterschiedliche Dächer? Warum sieht man das so sehr? Und Schuppenmodell Biber, aber irgendwie sind sie doch sehr ähnlich, ne? Aber gut, da haben wir noch eine Tor mehr für irgendwas Wertvolles. Durchfahre da. Was war denn das eigentlich? Warst du Modell Maus? Ich glaube ja, ne? Nee, Modell Maus ist noch was anderes. Ich finde so eine Durchfahrhalle auch gar nicht so schlecht. Weil man könnte ja mit dem Gespann könnte man da ja einparken. Aber
Irgendwo hier in die Ecke. Müsste man die Durchfahrt halt irgendwo anders hinsetzen. Ach, ach. Na hier nehmen wir uns da schon wieder Platz weg. Und hier wollte ich gerne jetzt tatsächlich irgendwie, das wollte ich gar nicht mehr zubauen. Das sollte gleich wieder, wahrscheinlich wieder ein Teich hin. Irgendwie sowas. Aber wir haben jetzt na, zwei Unterstellmöglichkeiten. 3, 4, 5. Für kleine Sachen 2. Auch eher für kleine Sachen. 3, 4. Tatsächlich brauchen wir eigentlich fast noch eine Halle irgendwo. Aber vielleicht machen wir es wirklich so. Und dann könnte man da auch durchfahren. Ne, abgerutscht. Na. Wieder einen nach hinten. So. Lassen wir das hier, das machen wir dann zu. Stellfläche kann man ja auch haben. Das meine ich, dann kann man hier vielleicht einfach auch die Drehschemel durchfahren. Wenn wir ein Drehschemel haben, ich weiß es noch nicht mal. Ein bisschen vermodertes Holz, ne? Was haben wir denn hier zum Beispiel drin? Nix. Gucken wir mal, überall mal reingucken hier. Sowieso nichts drin. Ich bin gerade überlegen, gibt es nicht noch irgendwo. Die finde ich lustig hier. Das machen wir auf. Also jetzt ist das sowieso voreinander. Oh, jetzt bin ich verwirrt. Okay. Haben wir noch. Was haben wir denn bei Tools mit dabei? Irgendwie eine Werkstatt hatte ich doch auch mitgenommen. Ja, gut. Ja, gut. Passt nur leider gar nicht. Und die auch nicht. Oh, Schnee, aber trotzdem nicht. Muss ich mal gucken. Gab doch irgendwie auch kleineren Werkstattträger, den man zum Beispiel irgendwie mit rein schustern könnte. Mal gucken. Wo ist der Kercher? Da. Platz für den Kercher. Da. Hier bei, sind die bei Hallen drin. Ja. Das Häuschen darf natürlich mal wieder nicht fehlen. Aber es findet meist auch immer irgendwelche brauchbaren Plätze. Hier zum Beispiel. Die SDK-Station, aber ich finde, weiß ich nicht. So ein Ding, was du einfach aufs Dach setzt irgendwo, finde ich viel sinnvoller als so ein Häuschen. Oder eine Halle, die auch noch pottenhässlich ist. Also da gibt es schönere Sachen. Ne? So, brauchen wir hiervon noch irgendwas? Ein Fahrsilo. Ist die Frage, machen wir mit Ladewagen und machen wir mit Ballen? Bin mir noch nicht sicher. War da nicht auch irgendwie sowas wie Wassertank ist schön und gut, Saatgutlager, ist das hier, Dieseltank, oh, ist vom Bayerischen Hofberg, aber das ist hübsch, das gefällt mir, müssen wir nur Platz dafür finden.
Wasserhahn. Die Frage, wie viel da rauskommt. Wofür brauchen wir Wasser? Denk nach. Gewächshäuser haben wir hier? Nein. Brauchen wir Wasserhahn? Nein. Ja, vielleicht doch. Nehmen wir einfach mal direkt an den Misthaufen. Negativ. Aber vielleicht tatsächlich hier irgendwo. Vielleicht eher doch so Richtung Tierverpflegung oder sowas, wenn man mal so denkt. Was ich eigentlich suche, ist dieser Fermenter oder was das ist bei dem Hofpack. Was ist das? Ist er schon bei Produktion dabei? Ah, guck mal hier. Hessisches Fermenter-Silo. Könnten wir auch so Silage machen. Müssten wir uns nur noch was überlegen? Nö, eigentlich nicht. Wie viel geht denn da rein? Steht da nicht bei. Drecksack. Missing Function Forage Factory. Ist das ein Problem? Könnte ein Problem sein. Falls es kein Problem ist, stellen wir das Ding jetzt hier mal auf. Warte mal, wie müssen wir denn da ranfahren? Die Träger sind noch groß genug, oder? So, so. Ist doch auch verbaut auf der Frühling, oder? Muss das Ding auch funktionieren? Die Träger stören mich gerade ein bisschen, dass die da irgendwie liegen. Oh, das werden wir sehen, werden wir rausfinden. Ansonsten haben wir wieder 15.000 Euro in den Sand gesetzt. Macht nichts. So, Gewächshäuser ist noch so eine. Ich meine, hier hätten sie doch Platz, ne? 1, 2, 3, 4. Theoretisch sogar hier. Dafür bräuchten wir wieder Wasser. Ja, der Bauer, der Landwirt geht mit der Zeit, ne? Mal. Eins. Bist du wohl so nett? Zwei. Drei. Dann reicht's auch. Müssen wir halt noch entsprechend hier mit einbauen, eingestalten. Aber das passt schon. Ne, weiter nach rechts rüber. Ich habe gerade gedacht, ob die da richtig stehen, aber das passt so, glaube ich, am besten. Verkaufsstation ist Quatsch. Plantagen auch. Tiere ist die Frage, ob wir jetzt noch Hühner mitnehmen oder nicht. Wäre alles da auf der Seite. Ich glaube, ich bleibe bei oder nicht. Einfach mal auch eine Farm ohne Hühner. Ja, Paletten nerven mich am Ende zu sehr. So, haben wir jetzt alles stehen, was wir brauchen. So, eine Sache muss ich mal gucken. Einkauf von Kram. Aber ich glaube, das gibt es hier alles, ne? Mal gucken, mal so noch was dazugekommen. Gut zu wissen. Also hier scheinen die Aufträge halt einfach so zu funktionieren, wie sie eigentlich sollten. Aber es scheinen sie jetzt in jedem neuen Spielstand, wenn ich das richtig gesehen habe. Na komm. Was suchen wir denn eigentlich? Wenn ich es sehe, komme ich drauf. Ah, hier. Ich
Okay, Dünger kriegen wir an der. Hey, warte mal. Mineraldünger kriegen wir an der Kalkstation. Ist doch Ankaufs. Ja. 1600 für 1000 Liter. Ernsthaft? Warte mal. 1600 für 1000 Liter. Das ist müh günstiger. Aber dann können wir uns. Es gibt keine hübschen, ne? Dachte gerade an. Warte mal, hier haben wir was für Saatgut. Was hat dann Saatgut? Nur für Dünger gibt es sowieso nicht. Und das gefällt mir nicht. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Okay, mal weiter im Text hier mit Deko, beziehungsweise Bodengeschichten. Malen wir mal den Hof aus. Das ist die Frage, ob wir sowas noch mal machen irgendwo. Kommt ein bisschen grün durch vom Viehstall. Ist auch die Frage, wie weit wir das da reinziehen. Das ist die Frage, ob wir hier anders pflastern. Wir angucken. Das alles noch nicht so kennt. Naja, ich glaube, das wäre eher nicht so hübsch. Nee. Nee, und Unterstand, dass das so grüne Grünspan ansetzt, ist glaube ich auch eher unwahrscheinlich. Das waren die hier richtig, richtig. Habe mir das nicht aus der Nähe angeguckt. Fahrlässig. Ja, das kann man aber machen. Wo waren wir jetzt da, ne? Kann ich da nicht reinmalen? Mal wieder nicht. Aber irgendwie sind die teilweise nervig, diese Hallen. Dann halt von außen. Jetzt ganz, jetzt fehlt da ein so ein Drecks. Das ist wahrscheinlich noch ein Punkt in der Mitte. Ja, klar, aber guck jetzt nicht hin, ist auch egal. Ist das überhaupt der Boden hier? Ja, also das ist völlig anderes. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber ist egal, den lassen wir. Beton gegossener Boden. Ist halt so. Können wir hier drin rummalen? Glaub nicht. Nee. Das ist auch in Ordnung. Der bleibt. Es ist halt noch die Frage, wie wir hier den Hof am Ende des Tages.
nicht ran. Warum denn nicht? Oh, ist die Frage, wie akkurat wurde das irgendwann mal gepflastert? Und das ein bisschen ausfranst. Ob man da einen Übergangsboden macht, ob man das früher bis ran gepflastert hat. Ach, das ist doch dieses. Da wo die Tore sind, kann man nie ganz ran. Wir machen das wie so eine Art Vorplatz, irgendwie so bis zum Kuhstall. Vielleicht ändern wir das dann nochmal oder wir pflastern das jetzt wirklich komplett damit. Ist die Frage, ob man dann irgendwann Augenkrebs kriegt. Ich bin mir noch nicht sicher. So, was wollten wir hier hinten noch? Einfahrtsbereich. Oder lässt man vielleicht so ein Teil einfach auch mit Asphalt. Was man hier vorne noch sagt. Wir malen das damit jetzt mal aus. Feinheiten müssen wir sowieso noch machen. Keine Ahnung, bis zur Güllegrube. Sowieso, ehrlich geht ja schlecht. So die Übergänge. Da kann ich jetzt nicht wirklich drauf malen. Erstaunlich. Wo war dieser weiße Beton da? Arbeit hier. Na, das ist eigentlich auch Quatsch, was wir hier gerade machen. Weil da werde ich bestimmt irgendwie mit Gras oder sowas arbeiten. Was jetzt tatsächlich ein bisschen fehlt, ist so Dreck. Malbarer Dreck. Das ist eigentlich ganz geil für so einen Unterstand. Oh, es verträgt sich auch gut mit dem anderen Pflaster. Oh, relativ gut. Das ist echt, ich weiß noch nicht. Also eigentlich muss man jetzt, glaube ich, das so in einem Rutsch. Schaut er hier aus. Vielleicht kann man damit irgendwie was machen. Und das so ein bisschen überlappen lässt. Und dann kommt. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Das ist irgendwie fehlt mir tatsächlich dieser normale Dreck. Da so ein Übergang von. Oder lassen wir das hier unten geschottert? Das ist jetzt erstmal hier nur. Das, wo wir da gleich absetzen mit Gras und so. Nichts machen, weil da das Tor ist oder was? Ich verstehe es gerade noch nicht ganz. Ja, wahrscheinlich. Male ich da drin schon rum?
könnte ich mir auch vorstellen. Nee. Das ist auch egal. Lassen wir so. Machen wir hier nur ein bisschen. Ist auch gut. Also die Frage, müssen wir hier den Rand noch machen? Ja, eigentlich darf das so sein, glaube ich. Das sieht doch eigentlich schon so aus, als würde das da übergehen in die Hecke, beziehungsweise das passt so weiter. Möchte ich nichts verändern. Hier vielleicht nochmal. Bleib doch mal so. Eine Häuserkante auf der einen, andere Häuserkante auf der anderen Seite. Herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt echt die Frage, schottern wir jetzt den ganzen Kram? Haben das quasi nur hier vorne? Oder machen wir hier hinten noch was anderes und schottern den Mittelteil? Es ist so viel Auswahl. Passt irgendwie. Ich muss mir das im Detail gleich nochmal angucken, weil das ist schon wieder zu weit weg, als dass man da wirklich was gut erkennt, aber es könnte hier hinten für die Ecke. Gibt keinen schnellen Weg. Verdammt. Oh doch, das kann man machen. Doch, das kann man. Das machen wir hier hinten auf der Seite mal. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wo wir waren. Da. Daran fahren wir hier hoch. Sie fragen, nehmen wir die Tore mit oder machen wir hinter grün und schottern das ein bisschen dadurch? Ich glaube, wir machen letzteres. Machen wir jetzt einfach bis hier mal ran. In der Halle geht wieder nicht. Vielleicht einfach wirklich Asphalt rum. Oder nicht. Oder ich. Ach, ich weiß es auch nicht. Vielleicht male ich das auch, keine Ahnung, jetzt einmal und dann nachher wieder komplett um. Ich weiß es doch nicht. Das ist einfach. Ich glaube, manchmal ist man überfordert, weil die Auswahl einfach zu groß ist. Und dann doch wieder nicht, doch nicht das wirklich richtig passend dabei. Schon echt. Fast nervig. Das ist nicht nur kurios, das ist fast nervig. Also hier, da kommen wir doch rein. Zack. So. Nehmen wir die Halle auch in dem Maße mit. Und hier lassen wir das einfach mal so mit diesem alten, keine Ahnung, fast Mauerwerk-ähnlichen Geschichten. Da brauchen wir nichts mehr. Arbeiten wir jetzt wieder mit dem Schotter ringsrum. Vor allem hier ums Silo. Ja, da komme ich wieder nicht hin. Danke auch. Na ja, danke. Gott sei Dank können wir Waldboden malen. So.
schottern das auch mal ein bisschen ab, weil da kommt auch ein bisschen Gras hin gleich. Dass wir eine schöne Kante haben. Der Boden verändert sich, ne? Habt ihr das gerade gesehen? Wenn man hier so ein bisschen malt, bewegen sich teilweise die schwarzen Flecken. Habt ihr das auch gerade gesehen? Finde ich ganz cool. Und wenn die immer einen festen Abstand zu irgendwas mindestens brauchen oder so, keine Ahnung. Na, hier kann ich wieder nicht. Ich möchte da Gebäude immer umschottern. So. Na, bei den Eingängen kann ich nicht. Hier geht das. Immerhin. Hier müssen wir noch irgendwas reinschmeißen. Auf gar keinen Fall. So was vielleicht mal. Muss ich da jetzt hinlaufen, mir das angucken? Ja, sollte ich wohl. So, da machen wir grün. Hier lassen wir so eine Auffahrt. Hier machen wir auch grün. Den Übergang machen wir auch mal schön. Doch eigentlich finde ich das Pflaster, das hat was. Und das für so eine Halle passt doch auch. Dann machen wir es hier nebenan auch. Wo war denn der Kram? Da. Darüber irgendwie passt schon. Das muss man noch mal ein bisschen nacharbeiten, aber das geht. Ein bisschen mehr nacharbeiten, weil wir sonst nicht hinkommen. Da überall Motoren sind, kommen wir nicht bis ran. Macht aber auch nichts. Helfen wir uns eben mit. Sowas. So. Dann haben wir das. Müssen wir nochmal wieder hier. Ja, wie gesagt, zu große Auswahl. Das war der, ne? Ja. Ist die Frage, wie verhaltet ihr euch zueinander? Haben wir das schon irgendwo benutzt? Nee. Ja, hier. Gar nicht so schlecht, ne? Vielleicht pflastern wir jetzt doch einfach mal rum. Und da ist der Weg noch da. Ob wir hier dann irgendwo so einen klaren Cut machen oder ob das wirklich so gedacht ist, dass das hier so ein bisschen so übergeht. Aber es ist bei Pflastersteinen ja ungewöhnlich, oder? Würde ich mal sagen. Oder machen wir jetzt ab hier so einen Cut? Ich weiß das nicht. Wir stehen wieder mal an der Arsch der Welt. Also ich glaube, für den ganzen Hof finde ich das hier tatsächlich. Das für die Auffahrt. Nur für die Auffahrt. Dass man hier nochmal einen Cut macht.
Mal was testen. Vorher war noch ein Rinnstein dabei, ne? War sowieso breiter. Wann denn hier? Ob wir das jetzt irgendwie so als doch als Abschluss da hinkriegen. Entweder ein Stück nach vorne schieben. Warte mal, machen das mal für als erstes hier. Zack. Ja, das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir hin. Machen wir jetzt doch hier. Ein hin und her. Was ist das Problem, wenn man echt zu viel Auswahl hat? Dann wird das ganz schnell schwierig. Da sieht man das eine, dann sieht das andere auch wieder ganz gut aus. Und ja, wir wollten ja mal alles mal testen. Ne? Das haben wir jetzt auch bald. Wirklich alle. Also ein bisschen Dreck kann da ja mal so. Eine halbwegs gerade Kante. Hier hoch. So. Weil tatsächlich Pflastersteine schräg verlegen ist immer schon scheiße, glaube ich. Kann das jetzt auch ein bisschen akkurater aussehen hier. Das passt soweit. Hallo, ihr Rehe. 666.000. Diabolisch. So, das wollten wir jetzt nochmal richten. Nee. Deko. Zeit rennt auch weg. Auch schon wieder 12. Fangen wir mit dem anderen Ding an. So, dann kriegen wir doch hier eine ganz klare Kante rüber. Lassen wir unter der Ecke verschwinden. Rostigen Wasserkanal. Ist das jetzt nur ein Schatten da? Ah, ne, da liegt noch was. Hehe. Sie fragen, auf welcher Seite macht man sowas dann? Ich glaube, das kriegen wir so. So passt das dann schon. Ja, das ist doch ganz, ganz cooler Abschluss. So, eigentlich wollte ich wenigstens den Boden halbwegs fertig kriegen. Aber, ja, morgen für ein Wochenende, unerfreulich früh.
9107, grüß dich. So, was haben wir hier? Okay. So ein bisschen hier die Randgeschichten machen. Aber ist gut, schau das direkt nebenan. Passt. So, ein Tor kann ich sowieso nicht. Aber das Tor hier ist halt nur noch, keine Ahnung, wird nicht mehr benutzt. Da ist zwar noch so ein Schotterweg hin, aber da wird, glaube ich, nicht viel stattfinden. So, ein bisschen grün. Hier Schotterweg, der kann auch. Wo geht denn der hin? Garantiert nicht bis. Oder vielleicht hier mit ran irgendwie. So. Wobei, Schotter ist das ja gar nicht mehr hier. Ist das schon Asphalt? Müssen wir mal schottern ein bisschen. Müssen wir noch mal ein bisschen schottern. Das ist wieder ganz cool, weil jetzt sieht er so ein bisschen aus, als wäre es da drüber gewachsen. Hier so am Rand. Die Texturen sind wirklich schön. Es sind nur echt zu viele. Es kommt mein Kopf nicht mit klar. Ich möchte das eine machen, dann fällt ihm das andere ein, dann sieht er wieder was anderes. Das geht gar nicht. Bisschen Kante rein, aber so dann doch nicht. Das ist eben, bei Pflasterstein muss es ja eigentlich echt halbwegs exakt sein. Jo, moin, 107 hatten wir schon. Nee, wollen wir gar nicht, wir wollen schon haben. Wieder ein Stream kommt, vermutlich, vielleicht, wenn nichts dazwischen kommt, dann ja, eigentlich wie immer. Aber versprechen kann ich es wie immer auch nicht. Gibt zu viele Faktoren, die da eventuell was dagegen haben. Aber im Normalfall klappt das ja. Warum auch immer man da von dem Hofgedöns mal da hochlaufen mag. Keine Ahnung. Dann. Oh, hier hinten müssen wir nicht schottern. So, komm her. Jetzt ein Stück von diesem Weg, wenn das dann nachher noch mit Gras bewachsen ist und so, das glaube ich. Wird dann ganz ansprechend aussehen. Ja, alles fit soweit, ja. So, das war's das. Das schottern wir hier auch nochmal wieder rum. Da haben wir hier schon. Oh, keine Ahnung, was das noch für eine Fläche wird hier. Das ist die Frage, schottern wir hier vorne? Da müssen wir auf jeden Fall so ein bisschen. Grünstreifen auch irgendwo angesetzt hier. Da wird Erde rausgeschaufelt und sowas. Kann das auch ein bisschen
schmuddelig sein, weil Erde haben wir halt nicht. Na gut, vor den Eingängen jetzt weniger. Das ist eine Textur, die mir tatsächlich erstaunlicherweise fehlt. Der einfache Dreck. Also, falls das irgendwer mitkriegt, also sprich Dark Freak, einfach ein Dreck. Matsch, Matsch mit Pfützen und so ist mega geil, aber einfacher Dreck fehlt irgendwie. Vielleicht geht auch nur mir das so, aber mir fehlt da. Schotter lassen. Hör mal auf, dich ewig zu wiederholen. Sonst schickt der Nightbot dich gleich einfach mal ein bisschen weg. Das macht er von selbst. Ich glaube, einmal hast du noch. Gleich ein bisschen feldwegartig. Hinten machen wir zu. Also wir haben überall noch ein bisschen Platz. Nur anfänglich gedacht, die Baufläche ist ganz schön klein, aber wenn man dann mal anfängt, ist das doch deutlich größer, als ich anfänglich erwartet hatte eigentlich sogar. Schottern wir nochmal rüber hier. Ja, da geht das wieder nicht. Alt genug, um nach 12 noch zu streamen. So. Da haben wir geschottert. Muss noch ein bisschen Grünstreifen mit dran packen. Oh, kann noch mal ein bisschen mehr sein. Ganz cool ist, ich weiß nicht, ob das jetzt bei den Texturen neu ist, aber dass die Schottertextur auch so ein bisschen durch das Gras geht. Machen wir den ganzen Schotter schon wieder weg. Eigentlich auch egal, ob wir das jetzt mit Gras anmalen oder hier müssen wir noch ran. Oder ob wir das jetzt direkt Gras pflanzen quasi drüber setzen. Das ist eigentlich auch wurscht. Ich glaube, der Unterschied ist nicht so riesig am Ende. Aber mal gucken. Lassen wir noch mal, ich weiß noch nicht, was da kommt. Na, nicht in die Halle reinmalen. Direkt in den Waldboden sieht auch komisch aus, ne? Noch einmal ein Stück Silo. So. Wie gesagt, das Ding hier brauchen wir nicht. Vielleicht kommt hier tatsächlich ein Teich hin. Da noch ein Feldweg dadurch? Nee. Vorsichtig. Den Feldweg zerstören. So.
Oh, vielleicht. Oh, hier könnte ich mir vorstellen. Hier vielleicht tatsächlich doch noch ein Teich. Mal gucken. Aber erstmal machen wir jetzt die Texturen fertig hier und dann ist wahrscheinlich erstmal Feierabend. Morgen. Wie gesagt, unerfreulich früh für den Samstag. Kinder müssen spätestens um 9.30 Uhr aus dem Haus. Das ist für den Samstag doch schon sehr früh. Und normalerweise würde ich da noch pennen. So. Machen wir hier ein bisschen grün rum. Gucken, wie das am Ende aussieht, ob wir nochmal nacharbeiten müssen. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Aber wahrscheinlich. Hier genauso. Direkt in Waldboden über ist irgendwie komisch. Hier ist noch eine andere Textur, ne? Da ist nochmal richtig. Kriegt man das hier durch? Ne. Das sind wirklich nur die Pflanzen, aber da ist noch eine andere Grastextur wieder. Okay, haben wir auch nicht. Aber macht auch nichts. So ein bisschen Schotter mal durchgucken. Haben sie die Ecke irgendwann mal bearbeitet? So, jetzt sind wir glaube ich einmal rum. Außer dass wir die Innenseite vergessen haben. Schon so. Jo, so irgendwie. Jetzt noch mal ein bisschen. Jetzt müssen wir hier auch eine Schotterkante machen. Gucken wir mal, was aussehen würde. Vielleicht nicht überall. So oder so ähnlich. So, jetzt deuten wir noch mal zwei, drei Sachen an. Einmal das hier. Also so oder so ähnlich. Dann ob das dann am Ende mit Schotter gemacht wird. Wahrscheinlich, sogar unwahrscheinlich. Keine Ahnung, womit am Ende, aber man weiß, was wir hier noch so in etwa vorhaben. Dann vielleicht machen wir es tatsächlich mit den Dingern hier. Das ist so breit. Aber vielleicht einfach tatsächlich einfach so durchlegen. Wobei die liegen auch in der Halle, ne?
vielleicht trotzdem. Mal gucken. Da denke ich nochmal drüber nach. Boah, so schlecht ist das nicht. Das war der kaputte Beton. Gerade mal legen hier ein bisschen. Ein bisschen Matsch. Hier vielleicht auch. So um die Wasserausgabe herum. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Na, vielleicht auch nicht. Hier bei der Gülle. Aber mal so ein bisschen. So. So, Frage später, ob wir noch einen Zaun ziehen oder nicht. Jetzt einmal hier einmal das ein bisschen wirken lassen. Der Motor läuft ja immer noch. So. Also beim Haus fehlt natürlich auch noch Deko. Deko Gras. Ah doch, das passt in die Nachbarschaft. da. Mülltonnen. Muss ich keine Deko-Mülltonne raussuchen. Was dekorieren wir alles noch? Hier der Cut, den finde ich gar nicht schlecht. Und hier dann noch Gras überall ist. Da haben wir die Lücke zugemacht zum Nachbarn. Haben wir hier in der alten Halle haben wir alten Boden drin. Das ist dann das Hofsilo. Das so funktioniert. Ich guck mal. Auch noch nie benutzt. Aber hier ist es fast ein bisschen schade, dass das so ein bisschen dann ineinander überläuft. Ne? Also bei dem Rasen oder beim Schotter finde ich das gut. Aber bei den Pflastersteinen müsste das eigentlich. Also hier finde ich es okay. Das als Beispiel. Genau wie der Rasen darauf geht, das finde ich gut. Aber wenn Pflasterstein an Pflasterstein liegt, dann ist das eher unschön. Finde ich. Hier haben wir die Steine durchgehend. Hier haben wir quasi nochmal den breiteren hinteren Eingang, falls wir dann doch irgendwas haben, womit wir vorne nicht rein können. Vielleicht müssen wir die Hecke irgendwie entschärfen. Wobei der abgesenkte Bordstein ist halt nur auf so ein Stück abgesenkt. Ja, finde ich an sich ganz cool. Aber ich glaube, jetzt hier machen wir was anderes. Na, ich muss nochmal gucken, was, aber. Da, die sind mir tatsächlich jetzt hier draußen nicht plastisch genug. Also hier, die sieht man ja ganz eindeutig. Das ist Parallax, Occlusion Mapping, ne? Die Steine haben Tiefe, aber das ist einfach, das hier ist nur platt, da ist kein Effekt drin. Das finde ich dann, also hier drin geht's, finde ich, da, das ist völlig in Ordnung, aber so für draußen, weiß ich nicht, da ist ein bisschen zu wenig los dann dafür irgendwie. Gewächshäuser. Ziehen wir hier noch durch. Die Wiese kaufen uns, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, wie groß die ist. Also nicht sonderlich groß. Oh. Ich korrigiere mich. Das ist alles die Wiese. Ach jo. Okay. Ich habe. Guck mal hier, wenn man so steht. Verwaschen unten ja so ein bisschen die Texturen. Ich habe gedacht, da ist irgendwie ein Zaun dazwischen und dann ist das das nächste Feld. Aber nee. Aber das reicht.
Das reicht mehrfach für Gras. Vielleicht. Wie sieht das da aus? Sogar gut erträglich. Was brauchen wir denn die Jungler? 106. Oh. Das ist auch gut. Also das ist auch verhältnismäßig günstig. 56.000. Das sind 103. Ist das, weil das Gras ist? Oder weil das hier zum Hof gehören soll? Aber das sind nämlich schon andere Preise. Muss mal gucken, was wir uns holen. Das finde ich auch ganz interessant, eben weil das auch hinten an dem nächsten Ort dran ist. Oder wir kaufen uns das Gebiet und flügen das um. Irgendwie so. Aber das und das für den Staat und dann über Lohnaufträge, das haben wir hier oben. Ja, müssen wir mal gucken. Krass, Textur ist auch cool. Sieht mir auch nach einer angepassten Textur aus. Jo, hier machen wir noch zu. Güllebecken, das lassen wir auch noch halbwegs verschwinden, so hinter Büschen und sowas. Haben wir eigentlich viele Büsche. Ausreichend groß. Na, irgendwie so. Und so ein paar Betonblöcke oder sowas. Irgendwie sowas. Und wie gesagt, dann eventuell noch einen kleinen Teich hier noch hin. Quaken nochmal Frösche. Aber so im Großen und Ganzen. Das Haus ist natürlich ein bisschen moderner. Im Vergleich dann zu den Hallen und zum Stall. Müssen wir auch ein bisschen zu dekorieren, dass das nicht so offen steht hier. Ein paar Bäumchen hier und da geht ja. Und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Das sehen wir dann vermutlich morgen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende und eine gute Nacht. Macht's gut. Ciao, ciao.